Herr Kafter, wie geht es Ihnen heute? Mir geht es heute gut. Ja? Ja, danke. Warum? Weil ich ein bisschen erschöpft, aber ganz glücklich auf eine erste Konzertwoche wieder zurückblicke. Wir auch wieder gespielt haben und uns wieder als Orchester gefunden haben. Es war natürlich eine besondere Zeit, jetzt gerade diese zwei Wochen, dieser Neustart. Es ist noch weit entfernt davon, normal zu sein alles, aber jetzt erstmal geht es mir gut. Ja. Das freut mich. Also wir haben hier so eine Regel, wir fangen erstmal an, wir stellen mal so ein paar private Fragen. Aha. Ich habe Ihnen gerade schon gesagt, ich habe ja recherchiert, aber ich habe nicht alles gefunden über ihn. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie nächstes Jahr 50 werden. Mhm. Was für Sternzeichen Sie sind? Fisch. Fisch, dann haben Sie ja relativ früh am Anfang des Jahres Geburtstag. Mhm. Weil sein Geburtstag steht nämlich nirgends. Ist das Absicht? Nö, das ist kein Geheimnis, das ist im März. Aber es war ganz lustig, ich bin in Augsburg, ja. Als ich 38 war, habe ich meine erste GMD-Stelle bekommen und ich war dort, ich glaube, 5 Jahre oder so und es stand jedes Jahr in der Zeitung der 38-jährige GMD. Also in jedem Artikel stand das drin, auch noch nach 5 Jahren und deshalb sagen meine Mitarbeiter heute noch zu mir, dass wir jedes Jahr meinen 38. feiern. Insofern ist das auch wahrscheinlich oder nächstes dann passt Jahr. Dann machen wir das nächstes Jahr, also dann im März. Dann 19. Okay, haben Sie alles gemerkt? 19 Jahre, 100 Geburtstag nächstes Jahr, auch wenn es der 38. sein soll. Geboren sind Sie wo? In Marburg, da habe ich aber nur 2 Tage meines Lebens verbracht und dann in die Eifel umgezogen und dort bin ich auch aufgewachsen. Also haben Ihre Eltern gewartet, bis Sie da waren und sind dann umgezogen? Genau. Okay. Waren Sie zu früh oder zu spät? Oder? Ich glaube, ich war relativ spät dran, ja. Okay. Deshalb hatte ich das dann... Knapp. War eine knappe Sache. Ja. In die Eifel, nach? Wittlich in die Gegend. Oh, Wittlich, ja. So zwischen Trier und Koblenz, richtig auf dem Land, eine alte Wassermühle bewohnt im Wald. Cool. Sehr, sehr idyllisch, sehr abgeschirmt von allem. Ihre Eltern, haben Sie Ihnen die Musik mit in die Wiege gelegt oder was haben die gemacht? Nee, meine Eltern sind keine Musiker. Die haben halt Musik an uns rangebracht, Möglichkeit gegeben, ein Instrument zu lernen. Auf dem Dorf war es so, dass man spielte in der Blaskapelle mit und man machte einfach Musik. Wir haben dann Bands gegründet, haben Stücke rausgehört, die uns gefielen, die aufgeschrieben, nachgespielt. Ich habe viel Klavier gespielt, aber all around. Und es gab da auch keine Genres oder Grenzen. Und nee, das ist tatsächlich so entstanden, der Wunsch nach mehr Musik in meinem Leben. Die Eltern haben das schon gefördert, aber nie gefordert. Also immer freiwillig. Sie haben gesagt, ich möchte, und die Eltern haben gefördert. Ja, ja. Haben also Ihnen ein gutes Klavier dahingestellt, genau. Und andere Instrumente. Guten haben. Unterricht ja. besorgt dann, ja. als es klar ja. war, das brauche ich. Bin dann immer nach Saarbrücken gefahren an die Musikhochschule, um Jungstudent Klavier zu lernen und so. Das haben sie schon alles mitgemacht, ja. Sie haben gerade von uns gesprochen, das heißt, Sie haben auch Geschwister. Ja, ich habe noch eine jüngere Schwester, ist 2 Jahre jünger. Auch Musikerin? Die, ja, 2 Standbeine. Die ist einerseits Ärztin und andererseits Saxophonistin, macht viele freie Projekte, komponiert, also ist in der freien Szene unterwegs. Schon zusammengearbeitet mit der Schwester? Ja, ein paar Mal, aber das sind schon komplett unterschiedliche Welten, so diese, ich habe auch immer, ich finde gut, wenn man Familie da ist, Familie, und dann macht man das Berufliche so selber. Arbeiten Sie dann mit Ihrer Frau zusammen? Wir haben uns tatsächlich über den Beruf kennengelernt, aber wir haben ganz bewusst das nie gemacht. Und das war natürlich nie ganz einfach, dass ich sie jetzt engagiere als Sängerin. Also meine Frau ist Opernsängerin und ich habe sie nie engagiert. Auch nie ins Ensemble. Aber wenn man dann Kinder hat und sie musste ihr Engagement aufgeben, ist mitgekommen. Also sie hat beruflich, muss man ganz klar sagen, den Preis bezahlt dafür. Also sie steht zurück? Beruflich muss man das wohl ganz klar so sagen, ja. Also das hat auch gedauert. Sie hat dann auch, wir sind jetzt ja, was weiß ich, 4-mal umgezogen in den letzten 12 Jahren. Und da muss man natürlich auch erstmal wieder sein Umfeld finden. Und das hat sie eigentlich immer getan. Sie hat auch immer weiter gastiert. Aber nicht in dem Maße, wie ich es jetzt gemacht habe. Sie ist Schwedin? Ja. Wie lange sind Sie schon verheiratet?
Sie haben gefragt, gesagt, ich kann alles fragen. Ja, ja, ich muss denken, 13 Jahre sind wir verheiratet. Und zwei Kinder? Neun und zwölf. Sie haben jetzt nochmal wieder verlängert, ich greife das ein bisschen raus. Ist das vielleicht auch so ein Grund wegen den Kindern, dass sie mal ein bisschen länger auf der Schule bleiben? Ja, aber da gibt es ja viele Modelle, die funktionieren. Die Verlängerung ist jetzt keine familiäre Entscheidung in erster Linie. Die Kinder freuen sich, weil die haben schon ein bisschen Angst gehabt, dass sie wieder umziehen müssen. Aber ich habe auch gesagt, nee, wenn ein Wechsel da ist, dann muss ich das anders lösen, dass sie hier bleibt und ich pendle oder so. Nee, die Verlängerung ist eine ganz bewusste Entscheidung auch für mein berufliches Umfeld, für mein Orchester und für Bonn, weil ich hier auch noch nicht fertig habe. Mhm. Wir gehen noch weiter mit der Ausbildung. Wittlich, Sie sagen selber, ist aber nicht der Dabe der klassischen Musik. Sie haben aber trotzdem, sind Sie nach Saarbrücken gefahren schon. Und das noch als Schüler? Oder wie muss man sich das vorstellen? Als Schüler. Als Schüler noch. Dann haben Sie Abitur gemacht. Und mit 18 hatten Sie schon irgendwie Ihre erste Stelle in Trier? Das war alles ein bisschen komplizierter. Dann erzählen Sie. Nein, ich wollte immer Tonmeister werden, weil mich Naturwissenschaft interessiert hat und Musik. Und das konnte man damals studieren in Detmold und in Berlin. Und in Detmold habe ich Aufnahmeprüfung gemacht mit 17. Und die theoretischen Fächer der Tonmeisterei sind dem des Dirigierens ganz ähnlich. Also Gehörbildung, Musiktheorie, man muss zwei Instrumente spielen und so weiter. Und Voraussetzung fürs Tonmeisterstudium war aber ein halbes Jahr Praktikum in der Industrie. Dort sollte man löten, schweißen und fräsen lernen. Und dieses Praktikum habe ich dann direkt nach meiner Bundeswehrzeit habe ich das direkt angetreten in Trier, in so einer Werkstatt. Und beim Maschinenbauer? Sowas. Ja, das war so eine Elektrowerkstatt. Nach einer Woche war ich doch relativ gefrustet dort mit den Tätigkeiten und habe so einen Aushang gemacht am Theater. Ich bin Pianist, begleite Sänger und Instrumentalisten gerne auch ohne Gage. Und diesen Aushang hat der damalige Intendant gelesen und den hat besonders dieser Satz interessiert, gerne auch ohne Gage. Hat gesagt, was ist das für ein Verrückter, der soll mal kommen. Und dann bin ich ans Theater Trier, ans Stadttheater Trier. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt zwei Opern in meinem Leben gesehen, das war Zauberflöte und Lulu. Und da kam ich dorthin, ich spielte ihm was vor am Klavier und dann sagte er, ja, fangen Sie mal morgen an bei uns als Chorrepetitor. Da habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn Chorrepetitor? Dann hat er mir das erklärt, was der so macht. Dann sage ich, nein, das geht aber nicht, ich muss hier löten, schweißen, fräsen. Das ist kein Problem, wir haben Werkstätten am Theater. Ich schreibe Ihnen, dass Sie das getan haben, aber glauben Sie mir, Sie sollten mal das hier am Theater anfangen. Und dann habe ich gedacht, wenn einer das so genau weiß, dann mache ich das. Und dann habe ich ein Jahr lang am Theater gearbeitet und dann angefangen zu studieren. Und deshalb war das tatsächlich so ein bisschen schicksalhaft, glaube ich. Tolle Entscheidung. Also toller Weg, den man sich ja nicht eigentlich so vorstellt. Ja, aber nicht strategisch. Ne? Ja, das ist immer so ein bisschen gekurzelt bei mir. Aber so ein Chorrepetitor, was macht der denn eigentlich? Naja, der studiert mit den Sängern die Partien ein. Der setzt das Orchester am Klavier. Also erst so eine Opernaufführung funktioniert ja so, dass die Sänger im Zimmer erstmal lernen mit Klavier. Und dann gibt es szenische Proben mit dem Regisseur. Und das Orchester kommt ja erst in den Tagen vor der Premiere dazu, weil es viel zu aufwendig ist. Also da wird zwei Monate meistens nur mit Klavier geprobt. Und das macht der Chorrepetitor. Okay. Haben Sie jetzt auch? Haben wir auch, ja. Haben Sie auch mehrfach? Gibt es mehrere davon? Es gibt, glaube ich, an der Oper im Moment drei, ja. Dann haben Sie den Tonmeister nicht gemacht, richtig? Nur angefangen, vier Semester. Und habe dirigieren studiert. Aber parallel immer im Theater gearbeitet. Also ich habe dann in Detmold studiert, in Bielefeld gearbeitet. Ich war immer mit einem Fuß in der Praxis. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil dirigieren lernt man mit dem Menschen, das ist ja nichts, was man jetzt zu Hause so vom Spiegel üben kann. Wie ist das ein Studium? Ich habe jetzt keine Ahnung, ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Wie studiert man, dass man Dirigent wird? Es ist ein Handwerk, ja. Nicht? Man muss ganz viele Fächer abdecken, mehrere Instrumente spielen, man muss singen. Das Dirigieren selber übt man tatsächlich mit Klavieren, also die Kapellmeisterstudenten, die gerade nicht dirigieren, sitzen am Klavier und spielen. Dann gibt es bestimmte Orchesterrunden, aber das ist im Studium viel zu wenig, weil wenn Sie, was weiß ich, vier Dirigenten pro Semester haben, in den wenigsten Musikhochschulen stehen die jede Woche vor dem Orchester und das ist auch ein bisschen das Manko dieser Ausbildung. Und man muss aber auch sagen, dass heute die Möglichkeit am kleineren Theater das Handwerk zu lernen auch immer weniger wird, weil erstens
das alte Repertoiresystem nicht mehr gibt, wo jetzt irgendwie, was weiß ich, 60 Mal die lustige Witwe gespielt wird oder die Fledermaus, sondern es, die Stücke werden eher en suite gespielt, dann kommt das nächste, es gibt weniger Premieren, also es gab ja Zeiten, da gab es an kleinen Stadttheatern wie Trier 60 Titel pro Jahr, die gespielt wurden. Ja, dann gab es 2 Proben und dann ging das Ding raus. Das hat bestimmt nicht immer perfekt geklungen, aber es... die Leute hat es gefreut. Und ja, es gab kein Fernsehen, es gab nichts anderes, man ist da hingegangen und es war einfach eine komplett andere Sache. Und natürlich hat so ein Beruf, der natürlich irgendwo noch im 19. Jahrhundert verhaftet ist, wie meiner, dann auch mit dieser Entwicklung viel, also der muss da sehr drauf reagieren. Mhm. Wo kann man das studieren? An jeder Musikhochschule. Okay. Sind Sie dann schon mal gefragt worden, ob Sie eine Professur übernehmen? Ich hatte das, ja. Ich habe auch schon mal eine Gastprofessur gehabt, aber ich habe mich bewusst dann dagegen entschieden, weil ich glaube, also um wirklich für Studenten da zu sein, muss man sich das auch ganz einlassen. Es gibt viele, die so reinjetten und eine Woche unterrichten und dann wieder weg sind an der Musikhochschule, aber ich glaube, ich könnte das nicht. Also ich müsste mich dann entscheiden. Und deshalb ist das im Moment jedenfalls noch nicht so meins. Also, wenn es dann weiter hochgeht mit den Jahreszahlen, also mit dem Alter vielleicht. Ja, mal gucken. Ja. Mal gucken, was kommt. Wie Sie angefangen haben als Dirigent, hatten Sie da Vorbilder? War so ein Karajan oder so ein Bernstein? Oder auch ich hatte immer viele Vorbilder, aber nie eins. Ich fand ganz viele immer toll und finde auch heute noch ganz viele toll, sehr unterschiedliche Leute. Ich habe nie so den einen gehabt. Sind Sie denn auch mal hinterhergereist, dass Sie gesagt haben, ich fahre jetzt in dieses Konzert, weil ich möchte mir das unbedingt angucken? Ja, ja, ich war... Fußballtrainer, da geht ja auch zu Bahn Fußballspielen. Also ich war... ich bin viel rumgereist zu Konzerten. Ich war mal zu Schleswig-Holstein Musikfestival, habe ich mal mit einem Schlafsack mich in die Scheunen gelegt und tags, dann abends die Konzerte besucht. Oder ja. In meiner Bundeswehrzeit war ich jeden Abend in Oper oder Konzert. Ich war da in Hilden im Ausbildungsmusikchor als Musiksoldat und habe abends dann da immer was gesehen. Also in der Phase und auch im Studium habe ich schon unheimlich viel mir angeguckt. Ja. Und heute ist das ja super mit YouTube und so, wenn mich irgendwas interessiert, wollen wir nur mal angucken. Das machen Sie? Klar, also ich lerne nie mit Aufnahmestücke oder so, das finde ich nicht gut. Ja. Weil man dann, aber ich finde es ja interessant, wenn man nicht rauskommt, also jetzt hier in Bonn in den 3 Jahren habe ich sehr viel gearbeitet, bin sehr wenig rausgekommen, viel zu wenig rausgekommen. Ja. Und klar gucke ich mir dann an, was läuft da so und was passiert. Also hier zum Beispiel Skinopolis überträgt ja auch manchmal Opern oder auch große Konzerte. Waren Sie auch schon mal im Kino und haben sich das mal angeschaut? Nö, das ist nö. Also Oper als Filmaufnahme finde ich persönlich schwer zu ertragen. Also ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, eine Opernaufführung am Fernseher komplett durchzuhalten. Weil ich finde einfach, das gehört nicht auf den Bildschirm. Und also ich will die spüren, ich will die... sagen wir mal, Theater ist auch riechen und spüren und die Oper ist ein Metier, das hat auch noch kein, es gibt auch noch kein digitales Format oder irgendwas, das wissen wir jetzt auch aus Corona-Zeiten, ne? Die Grenzen von digitalen Formaten, dieses ganze Gestreame, irgendwann ist gut, dann will man wieder live und Sie sind ja auch heute hier und deshalb, also bei mir ist das aus Bildungszwecken mache ich das, aber ich finde es eigentlich total öde. Wir hatten, also ich hatte mit Ihrem Pressesprecher gesprochen, bei diesem Mai-Termin, ob wir das hier vielleicht streamen sollten, das Gespräch, wäre ja machbar gewesen. Und er sagt dann, nee, das hat er eigentlich nicht so gern. Aber Sie machen es trotzdem. Also wir, ja. Sie haben die Pantheon, Ihre Lounge, die Sie ja auch als Moderator führen, die streamen Sie ja auch. Wir haben in der Corona-Zeit alles gemacht, erstmal was andere auch gemacht haben. Ja. Wir haben erstmal gestreamt, klar. Wir haben auch selber experimentiert mit Formaten, wir haben aufgerufen mitzuspielen, wir haben zum Beispiel den letzten Satz Pastorale als Stadtorchester aufgenommen. Da durften alle quasi zu unserer Timeline ein Video drehen und selber dazu was machen. Also es gab welche, die haben ein Instrument dazu gespielt, andere haben auf dem Kamm geblasen, die nächsten haben gesungen, die anderen haben getanzt und daraus ist so eine Collage geworden. Es ist ganz schön geworden, also es ist über 100.000 Mal angesehen worden im Netz. Also das sind so Sachen, wo ich denke, da war das lustig mit digital.
heißt ja auch, also gaukelt auch vor, dass das alles umsonst ist. Mhm. Ja. Du kannst es einfach anklicken und das ist umsonst, aber es ist nicht umsonst. Es kostet Geld und die Künstler, wir sind ja noch fein raus mit einer Institution, die jetzt in so einer Zeit gut überlebt, was ja gut ist für die Kunst, dass sie es tut. Aber es gibt ja viele Künstler, die das vielleicht nicht überleben. Und diese digitale Geschichte, deshalb bin ich da auch so kritisch, gaukelt vor, dass man das eigentlich live alles gar nicht braucht. Und ich glaube, es ist gaukelt auch vor, dass man nicht mehr seinen Hintern rausbewegt aus dem Haus und dass man nur noch zu Hause sitzt. Wir wissen das ja auch bei Kindern da mit diesem ganzen Ding. Klar ist das ein Problem. Und klar ist sowas, was wir machen, auch ein Gegenangebot. Und es muss es auch immer bleiben. Wir haben gerade Ihre Kinder angesprochen. Wie haben Sie das mit Ihren Kindern geregelt jetzt in der Corona-Zeit? Lassen die dann jetzt auch am Computer oder haben Sie das? Die haben das. Die haben natürlich auch wahrscheinlich viel Zeit diesmal mit Ihren Kindern verbringen können, oder? Ja, ich war natürlich mehr zu Hause, aber ich habe auch sehr viel gearbeitet in der Zeit, weil wir uns quasi von Woche zu Woche immer versucht haben, neu aufzustellen und neu zu erfinden und dann wieder die Pläne umwerfen und so. Die Kinder haben das wie alle Kinder gemacht mit dem Homeschooling. Und ich meine, das ist viel kritisiert worden und so, aber ich fand jetzt, meine Tochter geht in Niederbachem in die Grundschule, die andere hier aus Amos in Bad Godesberg. Ich finde, dass die Lehrer das ganz toll gemacht haben, weil die haben ja auch keine Erfahrung gehabt damit. Was heißt denn das jetzt? Und es ging so schnell, dass man da irgendwo auch einen Rhythmus drin hatte. Klar ist das kein wirklicher Ersatz für die Schule, aber ich kann kein schlechtes Wort über die Art verlieren, wie die Schulen damit umgegangen sind. Also ich habe das auch nie verstanden, wenn dann Eltern so wahnsinnig böse wurden, wenn das ein oder andere mal nicht geklappt hat. Weil jeder von uns war, also keiner von uns hat eine Pandemie vorher schon mal erlebt. Ja, also. War bei uns alle neu. Ja. Ja. Gucken wir da einfach nochmal zurück, als dann jetzt klar war, so im März irgendwann fing das ja dann an. Sie haben es ja schon oft gesagt, Sie haben es auch schon oft bei Zeitungsinterviews konnten wir uns nachlesen. Sie sind da schon in ein ganz tiefes Loch gefallen. Was haben Sie gemacht? Haben Sie sich hingesetzt? Sind da auch mal Tränen geflossen? War es Wut? Haben Sie sich eine Flasche Rotwein aufgemacht oder auch einen Schnaps getrunken? Oder wie sind Sie da am Anfang mit umgegangen? Also es ist ja so, dass das so ein... Das war ja nicht ein Moment, wo klar war, jetzt ist quasi alles, worauf wir jetzt 5 Jahre hingearbeitet haben, weg. Sondern das war der erste Lockdown und damals hieß es noch, naja, und dann ist Ostern so das Nächste, wo wir nochmal gucken, wie es sich bis Ostern entwickelt. Das heißt, dann haben wir unsere gesamten Spielpläne umgestellt und gesagt, ja, nee, und ab Ostern, dann machen wir ja das und das und das. Und dann standen unsere großen Tourneen im Raum, Asien, Korea, Japan, die sollten im Juni stattfinden. Und so ging das immer von Woche zu Woche, dass klar wurde, also irgendwann kam dann der Punkt, wo klar wurde, also bis zum Sommer ist schon mal gar nichts mehr. Das hat aber wahnsinnig lange gedauert, bis das allen klar war. Und bis man so wusste, nee, also das können wir jetzt vergessen. Und das Zermürbende daran war, dass wir einerseits ständig abwickeln mussten, Projekte, die schon geplant waren. Und gerade jetzt über die Distanz nach Japan, im April, Mai war ja in Japan auch noch kein Lockdown. Und hier bei uns gab es noch keine Aussage darüber, ihr dürft da aber nicht hinfahren im Juni. Und das hat einem auch keiner bescheinigt. Und trotzdem hatten wir Verträge gemacht mit den Veranstaltern dort, also 30 Konzerte in Japan und Korea, die schon ausverkauft waren. Und das heißt, wenn wir jetzt von uns aus gesagt hätten, wir sagen ab, dann wären wir ja regresspflichtig geworden. Ja. Und die andere Seite wollte das auch nicht tun, bis man dann so eine Einigung hatte. Das heißt, das waren sehr traurige Abwicklungen und Prozesse, die wahnsinnig arbeitsaufwendig und aufwühlend waren. Und es war dann irgendwann klar an dem Punkt, dass es unser Beethoven ja nicht mehr geben würde. Und deshalb war dieses Lochfallen so ein allmähliches Abrutschen. Ja, wie so ein tiefer Rutsch, ja, Bergrutsch. Genau. Wo der langsam anfängt und dann immer schneller wird. Das ist dann gar nichts mehr geben. Ich hab das mal rausgesucht. Das geht jetzt nur bis August. Da hätten Sie 45 Termine gehabt. Mhm. So ungefähr richtig? Das kommt sicher ungefähr. Also das Letzte, das steht bei Ihnen auf der Homepage, wäre... Von wann bis wann? Von Januar. Von Januar bis August. Ja, da waren die Tourneetermine noch nicht mitgerechnet. Also können Sie nochmal 40 Termine, Tourneekonzerte mit dazu nehmen. Das war schon gut voll alles, ja.
Nein, das ist ja das eine, aber das andere ist ja, dass wir so eine ganze Strategie auch verbunden haben mit dem Beethoven-Jahr und auch Bonn als Beethoven-Stadt mit diesem Jahr quasi in eine nachhaltige Arbeit, in eine nachhaltige Zukunft verankern. Aber das war richtig Trauerarbeit, sich davon zu verabschieden. Und über den Sommer haben wir aber jetzt tatsächlich mit dem Team eine Spielzeit, die so funktioniert erstmal. Also wir spielen wieder und wir spielen so, dass das flexibel genug ist, zu reagieren auf die Entwicklungen. Das heißt, wir können klein besetzt spielen, wir können größer spielen, wir können die Säle größer machen. Und das macht jetzt auch wieder richtig Spaß, weil auch Dinge entstehen, die ohne Corona nicht entstanden wurden. Nur man muss sich erstmal von allem anderen trennen. Ne? Also, und wir wissen auch vieles noch nicht. Wie geht das dann weiter? Ab wann kann man wieder mit einem vollen Haus rechnen, abgesehen davon, dass wir auch in Bonn ja gar kein Haus haben und so. Genau, das war jetzt meine nächste Frage. Ne? Wo proben Sie denn jetzt im Moment? Ne? Also ja, immer da, wo gerade Platz ist. Also wenn jemand noch einen großen Saal hat, steht er gerne zur Verfügung, können Sie sich nachher Kontakt aufnehmen. Ja, aber es ist ja jetzt alles doof. Ne? Stadthalle ist ja jetzt auch nichts mehr. Nee, Stadthalle ist nichts mehr, da haben wir auch viele Termine gehabt. Ich glaube, 70 Termine in der Stadthalle. Zum Proben und Aufnehmen von CDs. Ja. Und das Brückenforum wird jetzt auch belagert natürlich durch zum Beispiel Stadtratssitzungen, weil große Säle, also alles, was vorher in kleinen Sälen stattfand, braucht jetzt wieder größere Säle. Wir müssen für jede Probe einen Raum anmieten. Das ist ein bisschen wie eine Schülerband, die immer wieder nach einem Keller sucht zum Proben. Wer kümmert sich da bei Ihnen rum? Das ist unser Management, die Logistik. Ja. Und das ist, also in Schulaulen darf man im Moment nicht, weil keine Fremden rein. Also es ist ein Riesenproblem. Und jetzt ist ja auch so, dass vom Angebot her kann man sagen, wir so etwa die Hälfte anbieten kommen von dem, was wir getan hätten, wenn wir jetzt sowas wie die Beethovenhalle gehabt hätten. Und das zieht sich. Und ich habe immer gesagt, wir müssen es unabhängig machen von Räumen, das tun wir auch. Aber man kann sich das auch nicht schönreden, dass das ja in Bonn jetzt noch mit Wegfall der Stadthalle und wir warten eigentlich täglich darauf, dass auch die Oper dicht gemacht wird wegen Baufälligkeit. Das ist ja dann die nächste Lawine, die auf uns zurollt und auf den ersten Plakaten von bestimmten Parteien liest man schon Oper schließen. Ja, was heißt das für eine Stadt wie Bonn und für die Kultur? Dieses Theater hier muss da auch wahnsinnig kämpfen, um überhaupt jetzt wieder so da zu sein. Und eine Stadt wie Bonn hat das aber doch verdient. Also ich meine, wenn eine Stadt mit diesem Anspruch und diesem Bildungsbürgertum und diesen vielen, mit dieser Geschichte sich keine gesunde Theaterlandschaft leistet, welche Stadt denn dann? Frage stehen und die ziehe ich jetzt einfach vor. Wenn Sie Oberbürgermeister wären, was würden Sie tun? Boah. Ich glaube, das ist kein einfacher Job im Moment. Das ist ja auch so eine Vorstellung, dass der Oberbürgermeister so eine Allmacht hat. Ne? Das kann der ja gar nicht alles. Oder die Oberbürgermeisterin oder wer auch immer. Das hat unheimlich viel zu tun mit Leute an einen Tisch holen und diese Gräben schließen und gucken, wie man eine Art von Transparenz und Gerechtigkeit an den Tag legt, ohne, sagen wir mal, einem Mob nachzugeben, der immer schnell schreit, dass also die schnellen Entscheidungen sind ja oft, sagen wir mal, die einfachsten, aber auch oft auch genau die falschen. Also ich glaube, es hat wahnsinnig viel mit Kommunikation und Transparenz und Verständnis zu tun und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, also ich möchte kein Politiker sein, ich finde es auch toll, dass es Leute gibt, die diesen Job machen. Ich finde das Politiker-Bashing genauso schwierig wie das Lehrer-Bashing, auch gerade jetzt so in der Corona-Zeit. Also ganz egal, ob man jetzt da einverstanden ist mit dem einen oder mit dem anderen, also ich habe da Respekt vor und wenn ich Oberbürgermeister wäre, ich glaube, hier in Bonn ist unheimlich viel aufzuholen an diesem Verwaltungsstau. Vieles hängt ja gar nicht am Geld. Also ich rede auch viel mit den Direktoren. Ich sage, boah, bei euch ist aber kaputt in der Schule. Dann kriegt er kein Geld von der Stadt. Ja doch, das Geld ist schon seit 6 Jahren da. Aber die Prozesse, bis das alles in Gang kommt und die Genehmigung und so. Also das ist so komplex. Und da aufzuräumen, auch eine Öffentlichkeit mitzunehmen, dass nicht alle denken, da ist einer schuld oder die Opa ist schuld, weil der Kindergarten nicht verputzt wird und die Theaterlandschaft ist schuld, weil man nicht mehr baden kann im Schwimmbad. Also das ist ja der Wahnsinn.
Ja, das ist in Bonn, glaube ich, ganz besonders schlimm, wie man übereinander herzieht. Aber Opa, wären Sie denn für die Sanierung oder wären Sie für den Neubau? Weiß es nicht. Also, ich bin ein bisschen ein Fan von diesem Opernhaus in Bonn. Aber ich finde. Nein, es ist ja, viele sagen, boah, das ist hässlich und so. Ich finde ja, das steht für eine ganz bestimmte Bonner Zeit und ist aus einem ganz bestimmten Bürgerwillen heraus gebaut worden. Auch, und viele Bonner verbinden damit auch ganz viel. Die Oper hat es nicht geschafft, vom Image aus der Hauptstadtzeit, sagen wir mal, in die Stadttheaterlandschaft anzukommen. Die Oper ist ja quasi, ich glaube, der Etat hat sich weniger als halbiert, nee, verdrittelt oder so, ne, gegenüber Hauptstadtzeiten. Und das ist aber im Bewusstsein der Bevölkerung zum Beispiel nicht angekommen. Die Auslastung ist sensationell, und da spreche ich jetzt auch fürs Schauspiel, und trotzdem heißt es, oh, da gehen doch eben nur so ein paar reiche Deppen hin. Also das heißt, dieses Image-Oper hat es einerseits nicht geschafft, im Herzen der Stadt bisher Fuß zu fassen, und trotzdem glaube ich, dass dieses Gebäude einen Wert hat. Und ich glaube, das ist auch was. Also dass es vielleicht sogar einfacher ist, dafür einen Bürgerwillen zu schaffen, dieses Gebäude auch wieder zu sanieren, als jetzt zu sagen, wir reißen das alles ab, bauen dann ein Einkaufszentrum, dann bauen wir hier in Bad Godesberg ein neues Haus und so. Also ich meine, die Bonner haben natürlich, sehr gut, sie haben mit beiden schlechte Erfahrungen gemacht, mit Sanierungsprojekten und mit Neubauten auch. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das wahrscheinlicher ist, dass die Oper Bestand hat, wenn wir uns für eine Sanierung entscheiden. Das ist aber ein Bauchgefühl, ohne jetzt auch wirklich bisher in die genauen Zahlen reinzugehen. Man sollte dann auf keinen Fall den Fehler machen, wie in der Beethovenhalle, sowas hoppla hopp, einfach so, ohne genaue Untersuchungen anzugehen. Ich meine, wenn man sich vorstellt, nach optimistischen Schätzungen geht es vielleicht 24 zu Ende mit der Beethovenhalle, aber da glaubt man ja auch schon wieder nicht dran. Und dann denkt man, wie kann das sein? Ja, wie kann sowas sein? Dass ein Projekt so fachlich, schludderig angegangen wird, und kann ja auch nicht nur die Politik schuld sein, und das muss man anders vorbereiten, und da ist es bei der Oper schon 11:55, ja, das zu tun. Das wissen wir ja schon lange. Das würde wahrscheinlich dann auch erst gehen, die Oper zu sanieren, wenn dann die Beethovenhalle fertig ist. Man hat Sie damals, Sie waren in Graz, bevor Sie hierher gekommen sind, da hat man Sie sicherlich auch so ein bisschen geködert, ne? Also Beethoven-Jahr, Jubiläumsjahr, Beethoven-Orchester, Sie haben freie Hand, Sie können machen. Beethovenhalle ist auch fertig. Also das war ja, das waren ja Aussichten. Ne? Da haben Sie schon ein bisschen einen Eyecatcher. Ach, weiß ich nicht. Ich habe nie nach irgendwelchen Gebäuden geschielt. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen uns unabhängig von irgendeiner Halle oder einer Hülle. Mhm. Wir wollen auch in die Stadt rein, wir wollen an vielen Orten spielen, wir wollen irgendwo auch, wir wollen im Park, wir wollen in den Schulen und was weiß ich wo. Das haben wir auch gemacht. Mich hat interessiert das Projekt Bonn-Beethoven und dieses Orchester in Kombination mit einer Theaterlandschaft. Das hat mich interessiert, und da bin ich auch nicht enttäuscht worden. Also das ist wirklich, das macht wahnsinnig viel Freude. Es ist ein Ausnahmeorchester, auch von der Mentalität her, wie wir an Projekte rangehen, wie wir das entwickeln zusammen. Und klar, Corona hätte einen überall getroffen, da kann jetzt wirklich niemand was für. Aber ich habe, als klar war, ich gehe nach Bonn, ich habe, glaube ich, keinen einzigen ernst gemeinte Gratulation bekommen aus der Fachwelt. Ich habe Kondolenzschreiben bekommen. Ja, und das kommt aus diesem Ding, dass Bonn war die Kulturstadt, wo gespart wurde, wo es keine Halle gab, ja, und wo Sport gegen Kultur, wo demonstriert wird gegen die Oper. Dann gab es mal einen Prozess im Orchester, wo die Streicher gegen die Bläser geklagt haben. Ja, das war so, geistert auch so noch in den Köpfen herum, vor vielen, vielen Jahren. Und also das war so ein Ruf. Und ich habe mir das aber angeguckt und habe geglaubt, das ist nicht fair. Also das stimmt nicht. Und das glaube ich auch nach wie vor. Und ich glaube auch, dass man daran was ändern kann, aber eben nicht in 2 Jahren. Deswegen haben Sie verlängert. Ja. Super. Sehr schön. Ich komme nochmal auf Graz zurück.
Sie waren 2006, 2009 in der Zeit, ne? Waren Sie auch schon mal in Graz? Ich war erst in Graz als erster Kapellmeister, dann bin ich weg und dann bin ich nochmal zurück als Chef gekommen. Ja. Genau. Da habe ich ein Interview mit Ihnen gefunden, wo Sie gesagt haben, Sie waren, wie Sie in Augsburg waren, waren Sie so ein bisschen am Zweifeln, ob Sie diesen Weg weitergehen sollen, möchten, den Sie eingeschlagen haben als Dirigent. Und Sie waren froh, dass Graz sich nochmal gemeldet hat und dass man Ihnen Perspektiven aufgezeigt hat. Was war da? Ja, das war ein bisschen anders. Das war ein bisschen anders. Ich war in Dortmund erster Kapellmeister. Mhm. Und da, also ich war zweimal in Graz. Ich war in Graz als erster Kapellmeister 2006 bis 2009. Und dann war ich in Augsburg, meine erste Chefstelle. Und dann bin ich nach 5 Jahren Augsburg wieder zurück nach Graz als Chefdirigent. Okay. So. Was Sie ansprechen, ist eine Geschichte in meinem Leben, die spielt noch in Dortmund. Und da habe ich eine Phase gehabt, da habe ich keinen Spaß an dem Beruf gehabt, aufgrund der Umstände. Und man kann als Dirigent auch viel, viel Nerviges erleben und sich auch irgendwo... Also ich kann ja nur Freude vermitteln, wenn ich selber Freude erfahre. Anders geht das ja nicht. So, und da habe ich eine Phase, habe ich gesagt, boah, nee, ich glaube, es ist nicht meins. Da habe ich schon gekündigt, habe einen Studienplatz gehabt. Und für was ganz anderes. Und dann, ich wollte Medizin machen. Mhm. Und danach hat mich der Intendant aus Graz angerufen, der mich von einem Dirigat in Nürnberg kannte und sagte, okay, ja, wir haben hier eine Stelle frei, kommst du mal vorbei? Sag ich, nee, es ist zu spät, ich mach das nicht mehr. Und da sagte der so mit seinem österreichischen Charme, war schon ein älterer, wunderbarer Herr, der Jörg Kossow, hat gesagt, kommst her, ich habe Ihnen einen Flug gebucht und ja, gehen wir schön essen und jetzt kommen, dirigieren Sie noch eine Traviata, das war so ein schönes Stück und wir sind das zweite Haus in Österreich und ein schönes Haus und eine wunderschöne Stadt. Ja gut, dann mache ich jetzt nochmal mit. Bin ich da hingereist und habe diese Traviata dirigiert und das Orchester wollte mich auch haben und ich war einfach da auch ein bisschen verzaubert von diesem Graz. Ja, und, das ist eine tolle Stadt, ne? Ja, ein wunderschönes Opernhaus und auch so ein ganz besonderer Charme. So, und dann habe ich das gemacht und da habe ich dann tatsächlich wieder, habe ich total wieder Feuer, ein zweites Mal Feuer gefangen in meinem Leben, ja. So, das war zum Beispiel das, das stand nirgends, warum dann diese kleine Wechsel. Ja. Ja, wenn man wieder so sagen, ne? So, das habe ich gesagt, das ist so, das hat mich manchmal so, bin ich so gepurzelt, ja. Sehr gut. Sie sind ja aber nicht nur jetzt beim Orchester Dirigent, sondern Sie werden auch als Einzelperson, als Dirigent gefordert und angeheuert und sind da schon viel rumgekommen in dieser Welt. Ja, schon. Waren Sie schon auf allen Kontinenten? Als Dirigent noch nicht, ne. Sie waren? Nee, okay. Auf allen Kontinenten war ich noch nicht. Kann auch kommen. was so die herausforderndste Einzelengagement, was Sie hatten? Sie waren ja viel in Asien auch. Ja. Also es ist immer wieder herausfordernd. Man kommt dahin, man kennt den Orchester nicht und man merkt eigentlich in der ersten Probe, stimmt die Chemie oder nicht. Und dann weiß man in der ersten Probe, boah, eigentlich könnte ich jetzt auch meinen Koffer packen und wieder nach Hause fahren. Also das gibt es auch. Das gibt es auch. Ja. Wo es nicht funkt und wo man auch nicht mehr eingeladen wird, weil es einfach nicht funkt. Ja. Klar gibt es das. Oder es funkt und dann ist es schön und man kommt, also es ist wichtig für den Dirigenten, dass er dann auch mit diesen Erfahrungen wieder zurückkommt und das ist ein wichtiger Teil, ja. Die Herausforderung ist halt immer wieder so die Menschen mitnehmen und die sind natürlich an unterschiedlichen Orten. Das hängt von so vielen Sachen ab, ne? Welcher Dirigent war gerade vor mir da, was haben die für einen Typen als Chef, was haben die überhaupt für eine Vorstellung davon, was ein Dirigent machen soll. Das ist ja beim Dirigenten nicht so einfach wie bei einem Geiger, wo ich die falschen Töne zählen kann, wenn ich will. Sie kennen die Musiker ja auch gar nicht. Wie stellt man sich drauf ein? Oder wie lange haben Sie Zeit normalerweise denn? Kommt drauf an, es gibt einen Springer, dann rufen sie an, dann fahre ich am nächsten Tag hin, um irgendwelche Vorstellungen zu übernehmen, weil jemand krank ist. Und es gibt Sachen, auf die bereitet man sich 1-2 Jahre vor. Sehr unterschiedlich. Spannend. Sie sind ja aber auch noch Pianist. Machen Sie das auch noch? Nee, also ich spiele Klavier noch, aber
Ich habe nicht die Zeit so zu üben, dass ich mich als Pianist öffentlich präsentieren würde im Moment. Echt nicht? Nee, ja. Ich habe nicht genug geübt. Schade. Wir haben extra das Klavier dahingestellt. Und hatten gehofft, wenn wir nämlich jetzt gleich die Pause machen, dass wir dich hinterher vielleicht auch nochmal ein bisschen dran setzen. Nein, das kommt nicht. An der Stelle würde ich jetzt ganz gerne die Pause machen. Sie haben alle Zettel bekommen. Sie haben sicherlich auch noch alle Fragen an Herrn Kaftan. Schreiben Sie es auf, wir sammeln sie gleich ein. Und dann machen wir hinterher noch ein bisschen weiter. Weil es gibt so, so viele Projekte, die eben auch noch ins nächste Jahr rübergezogen werden. Mhm. Und da sollten wir noch drüber sprechen. Vielen Dank erstmal. Theater. Super schön ist das hier, es ist ein wunderschönes Theater. Gott sei Dank gibt es das auch. Ja. Haben Sie sich schon überlegt, ob Sie einen kleinen Auftritt machen möchten? In welcher Form auch immer? Oh, wir spielen überall gerne. Frank, hast du das gehört? Ja. Ja, okay. Dann kommen wir drauf zurück. Wir würden uns sehr, sehr, sehr früher freuen. Nein, wir haben ja jetzt angefangen, auch die Beethoven-Sinfonien zeitgerecht zu bearbeiten. Wir haben alle Sinfonien arrangiert für eine Corona-Besetzung. Also es fing an im Juni, wo wir für den sogenannten Pastoral Day eine Aufnahme gemacht haben in der Redoute. Da sollte ja am Pastoral Day sollte überall auf der Welt die Pastorale gespielt werden. Und das hat natürlich alles nicht geklappt. Und dann haben wir einen Clip gedreht. Wir haben die Pastorale arrangiert für 13 Musiker. Und im Juni aufgezeichnet und die Bläser mussten im Park stehen, weil die durften noch gar nicht rein in der Zeit und die Streicher haben drin gesessen auf ganz viel Abstand und dann haben wir diesen Clip gedreht, der auch so eine Art Zeitzeichen oder Zeitzeuge ist. Und Weise gehen wir jetzt ran mit einer Reihe, die heißt Beethoven pur, wo wir auch ein bisschen kleiner arrangiert, aber in großer Nähe die Beethoven-Sinfonien rüberbringen, ein bisschen erklären, denn ich finde, jeder Donner sollte die Beethoven-Sinfonien alle mal gehört haben. Nicht nur den Ausschnitt aus der Nase. Der Beethoven ist immer noch nicht so ganz angekommen. Ja, was heißt das auch? Ne? Es geht ja nicht darum, man muss ja was damit verbinden. Ja. Also muss ja spüren, was heißt das? Und wir nutzen jetzt Corona für dieses Back to the Roots, aber ich komme jetzt nur darauf wegen der Frage. Also man könnte hier auch eine Beethoven-Sinfonie spielen. Okay. Wunderbar, das ist ein Versprechen. Aber Sie haben die Pastorale jetzt gerade schon angesprochen. Bevor wir denn zur Beantwortung Ihrer Fragen kommen, Sie haben noch ganz andere Sachen gemacht. Sie waren Autokonzerte, haben Sie gemacht. Komisch, oder? Vor den Autos zu stehen? Ja, also das sind echt Erfahrungen, die sind besonders. Also wir waren ja alle in Kurzarbeit dann relativ lange auch und durften eigentlich nichts machen, haben aber dann doch ganz viel gemacht. Die Musiker haben überall in Gärten und Straßen gespielt, haben Geld für die freie Szene gesammelt. Also wirklich eine unfassbare Aktivität im Orchester ist entstanden. Ja. Ich gerne weiter den Applaus ans Orchester. Und dann durften wir 5 Tage aus der Kurzarbeit raus im Juni. In diesen 5 Tagen haben wir 8 Konzerte gegeben. Wir haben angefangen in der Lutherkirche mit der beschriebenen kleinen Beethoven-Besetzung, haben dann auch gespielt in Bad Godesberg im Park in einer kleinen Beethoven-Besetzung und eben die besagten Autokonzerte, über die wir das dann finanziert haben. Aber die Initiative ging tatsächlich von den Brings aus, die, mit denen wir auch, man kann sagen, eine Freundschaft haben, seit wir mal ein Projekt zusammen gemacht haben. Die haben selber ja diese, es waren ja die Ersten, die das gemacht haben mit den Autokonzerten. Das war der Christian Blüm, der hatte diese Idee und dann haben es alle kopiert. Ne? Und die haben tatsächlich hier in Bonn leider niemanden gefunden, der das Konzept umsetzt, aber in Olpe. Und dann sind wir nach Olpe gefahren auf einem Berg und haben da diese Autokonzerte gegeben. Das war schon toll. Irgendwie. War ja auch eine Riesenbühne. Eine Riesenbühne, die musste so groß sein, weil wir hatten damals noch 3 Meter zwischen jedem Musiker.
und haben tatsächlich dort ein ganzes Orchester hingebracht mit Brings und das ist wie im Science-Fiction-Film, wenn man dann in diese Autoscheinwerfer guckt. Hupen die und ich habe versucht, mit dem den Anfang der fünften einzustudieren, das alle gleichzeitig hupen. Hat natürlich gar nicht geklappt, aber es war so ein Hoffnungsstreif auch für uns, dass es wieder losging. Aber das ist natürlich kein Format für die Zukunft, das ist ja klar. Aber Sie sagen gerade, Sie machen relativ viel mit Brings. Sie haben jetzt auch neulich jetzt Peter und der Wolf gemacht, mit Peter Brings und in den Rheinauen. Aber jetzt sind ja nun mal so klassische Musiker bei Ihnen im Orchester. Jetzt spielen Sie aber auch Rock und Pop. Müssen Sie die überzeugen? Nein. Also wir versuchen ja... Also wenn wir zum Beispiel, bleiben wir bei den Brings, wir haben ja die Reihe Grenzenlos und da war eben das Brings-Konzert 1 davon. Mhm. Dann ist unser Prinzip, wir hören einander zu. Die Reihe richtet sich wie jede Musik an alle, die sich davon bewegen, mitreißen lassen wollen. Grenzenlos ist eine Reihe, die wir uns ausgedacht haben, um quasi Beethovens Gedanken eigentlich von Völkerverständigung, von Grenzen überwinden, von Menschen zusammenbringen, ins Heute zu übersetzen. Ist eine Reihe, in der wir Kontakt suchen zu Musikern aus komplett anderen Genres, auch aus anderen Kulturen. Also in diesen Konzerten wird ja auch sinfonische Literatur gespielt. Wir haben russische Sinfonik gespielt, wir haben eine Tchaikovsky-Sinfonie angespielt und so weiter. Und genauso andersherum. Also es geht nicht darum, dass wir quasi spielen einfach zu den Brings-Songs, sondern es geht um einen Dialog. Und genauso machen wir es, wenn wir türkische Musiker einladen. Um diesen Dialog geht es auch. Wir haben das auch, ist einer der schönsten Momente gewesen hier in Bonn, mit Kardeş Türkala im Telekom-Forum, wo ich glaube 80% türkischstämmiges Publikum war und die sprangen auf und tanzten im Konzert. Und es war eine völlig andere Atmosphäre. Und da ist man einfach Musiker. Da ist man nicht klassischer Musiker, da ist man Musiker. Und man muss das ja im Kontext sehen, dass wir einerseits spielen wir da neue Musik, dann spielen wir eine feine Beethoven-Reihe oder eine Hofkapellenreihe in der Redoute, dann spielen wir einen Lohengrin in der Oper und dann spielen wir auch ein Konzert mit einer rheinischen Band. Und das heißt ja, sagen wir mal, Tiefenkultur und eine Kultur in der Stadt verankern. Und diese Mission verfolgen unsere Leute. Da gibt es keinen, der in irgendeiner Form Berührungsängste hätte. Das ist es, Berührungsängste. Man hat eigentlich diese Berührungsängste zu Hochkultur oder zu Oper, aber ich glaube, sie nehmen den Leuten die Angst, weil sie rausgehen. Sie sind ja ein ich finde, sie sind ein Menschenfänger. Ja, weiß ich nicht. Also es ist ja auch eine Gefahr, wenn man sagt, das ist jetzt, ich weiß, als ich hier anfing, haben wir als erstes, und das entwickelte sich auch aus so einer Idee raus, haben wir ein Konzert mit den Blackfoots im Zelt auf Pürzinsmarkt gespielt. Ja. Aber auch ein Konzert, wo wir erstmal eine Stunde nur Orchesterliteratur gespielt haben, und dann kamen eben die Blackfoots dazu. Und da gab es viele Leute hier auch in der Kulturpolitik, gesagt haben, das ist eines A-Orchesters nicht würdig. Der Kaftan macht das Orchester zu einer Karnevalsband. Und ich verstehe das auch, weil es ist eine Gratwanderung, wo man dann schnell sich den Vorwurf anhören muss, ihr seid jetzt anbiedernd. Ja? Weil wir sind nicht cool, wir sind keine Rockmusiker, wir wollen auch nicht cool sein. Wir wollen verbinden und wir wollen ja zum in die Tiefe hören, auffordern und einladen. Also ich möchte ja, dass möglichst viele Generationen aus vielen Gesellschaftsschichten ein Stück von Beethoven hören und sich da wiederfindet. Ja? Also darum geht es ja. Und deshalb ist es eine Gratwanderung und ich kann das verstehen, dass Leute sagen, Achtung, was macht ihr da? Ja? Aber wir haben eben die Aufgabe, das, was wir in der Richtung tun, sagen wir mal so besonders zu machen, dass man eben nicht seine Seele verkauft. Das, glaube ich, ist das Entscheidende. Und das kann auch mal schief gehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr schon? Wo Sie sagen, naja, das hätten wir lieber nicht gemacht? Ja, doch, da gibt es immer mal wieder Sachen, wo ich denke, ist nicht so aufgegangen. Ja, ja gut, aber dafür ist man ja auch da. Ja, probieren. Genau. Ja. Ne? Wir kommen jetzt mal auf 2021. Mhm. Also der Beethoven wird ja dann im Dezember wird er ja 250, wir feiern einfach weiter. Das riesige Konzert auf der Hofgartenwiese, was ja auch sicherlich absolut cool geworden wäre, ist nicht nachholbar. Warum?
In der Form ist es nicht nachholbar, das sollte ja ein Simultankonzert werden mit einer Schalte, ORF, WDR, Eurovision. In der Form wird das nicht nachholbar sein, weil die einerseits sagen, also Wien interessiert das nicht, Wien hat dieses Beethoven-Jubiläum sowieso nicht so interessiert wie uns. Die sagen, ja, wir sind immer Beethoven, wir haben immer Beethoven, ja, ne? Das brauchen wir nicht. Ich habe auch überhaupt kein Geld dafür ausgegeben, ne? Übrigens, für dieses Beethoven. Ja, nö, brauchen die auch nicht. Also, warum? Nein, also das wird es in der Form nicht geben, aber es sieht gut aus, dass wir ein Konzert auf der Hofgartenwiese geben können im Juni. Bisschen anders als geplant, aber doch für Bonn und mit schönen Gästen und so weiter. Also im Rahmen der anderen Konzerte, die große Bühne steht ja dann, wenn genau, dann was hoffentlich alles stattfinden kann. So ist es, ja, das weiß ja auch im Moment noch keiner. Auf 25.000 Leute ist das, glaube ich, ausgelegt. Ich glaube, wir haben 3 Tickets schon gekauft im letzten Jahr. Also mein Mann und ich mal gucken, ob es dann funktioniert. Genau. Hoffen wir. Der Musikhahn, das war Ihnen ja auch so eine Herzensangelegenheit. Was passiert jetzt mit dem? Der ist untergegangen. Oh. Nein. Nein, der ist schon wieder umgespritzt und mit dem nächsten Projekt unterwegs. Das ist ja so ein. Also wir hatten eine Idee eines Musikfrachters, der in Bonn startet und die Strecke Bonn-Wien abfährt. Und an den einzelnen Punkten sollten immer Konzerte stattfinden und Vermittlungsangebote für junge Leute und so weiter. Also es waren knapp 300 Veranstaltungen, die da dran hingen. Es war durchgeplant und in dem Moment, wo der Kahn in Wien ankam, sollten wir unser großes Konzert im Wiener Musikverein geben. Also es war einfach eine schöne Idee und unheimlich viel Herzblut und Arbeit drin. Der konnte ja dann nicht ablegen. Das gibt es nicht mehr. Nee. Das Geld ist auch weg. Und ich stehe hier am Rheinufer vor dem Musikfrachter, den wir gestern getauft haben. Und der mit einer großartigen Botschaft, einem gigantischen Projekt, eigentlich auf die Reise nach Wien gehen soll. Ich habe gleichzeitig entschieden, dass alle Veranstaltungen, Konzerte, Projekte des Beethoven-Orchesters vorerst bis Ostern abgesagt werden. Und natürlich hoffen wir damit, einen Beitrag zu leisten, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Ich muss nicht sagen, wie ich mich fühle. Wir sind am Boden. Die Arbeit von Jahren zerbröselt zu Staub. Unsere Arbeit ist gesundheitlich verzichtbar. Und trotzdem ist es mir wichtig zu erinnern, dass unsere Arbeit dafür steht, dass Leben eben mehr ist als die reine Erhaltung der Körperfunktionen, dass Musik und Kultur für das stehen, was eigentlich Zivilisation und Menschsein ausmachen. Und das, was wir machen, steht für Menschlichkeit. Und ich hoffe sehr, dass die Menschlichkeit im Fokus der gemeinsamen schwierigen Zeiten, die vor uns liegen, stehen wird. Ich bin überzeugt davon, dass man, wenn das alles vorbei ist, gerade Musik und Kultur brauchen, denn so selbstverständlich ist es offenbar gar nicht, dass man frei zusammenkommen kann, dass man miteinander Feste feiert, dass man sich reibt und dass man sich trifft. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Also ich glaube auch nicht, dass sich so ein Jubiläum nachfeiern lässt. Also das ist auch nicht unser Ziel. Wir wollen jetzt nach vorne schauen und sagen, ja, Beethoven Stadt, was heißt das nachhaltig für die Zukunft? Aber einfach so die Sachen rübernehmen und nachfeiern, und ich glaube nicht dran. Also feiern rein nicht. Logistisch geht es auch nicht. Also feiern nicht, aber Beethoven spielen. Klar. Beethoven spielen, ich meine, man kann ja ganz viele Programme über Beethoven machen, ohne eine Note von Beethoven zu spielen. Und das, es geht ja eher darum, was heißt es für Bonn, Beethoven-Stadt zu sein, sodass die Menschen sich auch damit identifizieren. Und da haben wir ein paar Ansätze, wie wir jetzt weiterdenken wollen, die aber sich nicht mehr an dieses Beethoven ja so klammern als Kraftzentrum, sondern sich ein bisschen freimachen davon. Das wären? Also es wird eine ganz enge Partnerschaft mit der UNO geben, da wird uns auch wird uns bald eine ganz besondere Rolle verliehen, das darf ich noch nicht genau sagen, weil es der UNO vorbehalten ist, das zu kommunizieren. Wann tun die das? Das ist jetzt im Oktober. Okay. Und dann geht es darum, natürlich hier mit den Bonner Beethoven-Institutionen ein Konzept zu entwickeln. Also Bonn ist ja auch ein bisschen so, da läuft Gefahr, dass jeder so sein Süppchen macht. Einerseits heißt das, dass es eine Vielfalt gibt, die gut ist.
die man noch erhalten muss. Und andererseits heißt es aber, dass da Synergien noch genutzt werden können. Da sind für uns natürlich die großen Beethoven-Player, Beethoven-Fest, Beethoven-Haus, Theater sowieso, sind da ganz wichtig, dass man sagt, lass uns zusammentun und diesen Gedanken weiterspinnen. Das geht nur mit den DAX-Konzernen, das geht nur mit der UNO, das halte ich für ganz entscheidend. Und es geht auch nur mit dem Bund, weil ich glaube, solange man redet über Bonn-Berlin, muss die Kultur da auch eine Rolle spielen. Also das heißt, ohne Geld nichts los? Ohne Moos nichts los? Nee, klar, also das ist teuer und das kostet alles Geld. Und natürlich sind wir Rechenschaft schuldig über das, was wir mit dem Geld machen. Aber die Gesellschaft muss entscheiden, ob es das Geld wert ist. Das ist ganz klar. Okay. Aber wenn Sie jetzt auch gerade gesagt haben, Sie müssen mit Beethoven rausreden und sowas, also mehr zu verzahnen, ist das noch nicht so richtig verzahnt? Macht doch, jeder das ist verzahnt, aber nein, wir waren ja eng verzahnt auf dieses Beethoven-Jahr ausgerichtet. Ja, ja. Aber darüber hinaus wurden wir jetzt erst angestoßen, so richtig nachzudenken, ja, Beethoven-Jahr und was dann? Ne? Da haben alle immer Angst vor gehabt, jetzt ist dieses tolle Jahr und was machen wir dann? Aber jetzt sind wir automatisch schon drin in dem was dann und das finde ich eigentlich die positive Nebenwirkung. Eigentlich besser so, besser. Weil nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich irgendwie in ein kleines Loch fallen. Ja, vielleicht, ja, genau. Und der Beethoven, der lächelt und denkt, naja, ich hab gedacht, ihr feiert mich jetzt hier so, wie ihr denkt. Und jetzt hat das Schicksal euch aber mal gezeigt, genau, dass ich mir das nicht gefallen lasse. Ja, und die Musik hat überlebt, ne? Die hat große Krisen überlebt. Der Beethoven wurde immer wieder gehört und sein Leben war viel schwerer als vieles, was wir so erlebt haben. Mhm. Und also mit so einer gewissen Distanz betrachtet, ist es vielleicht auch ein würdiges Beethoven-Jahr, weil es so widerspenstig ist und weil wir auch uns so selbst neu erfinden müssen. Ja. Also, wenn Sie jetzt, also wie Sie jetzt hergekommen sind mit dem Beethoven-Orchester und angefangen haben, und wie weit waren Sie in diesem Thema Beethoven als Mensch drin? Haben Sie angefangen, die ganzen Bücher zu lesen? Also dieses Jahr, wir haben ja Bücher gekauft für unser Verein ohne Ende. Also es ist ja unglaublich, was da alles auf den Markt kam. Kennen Sie sich da so aus in seiner ganzen Lebensgeschichte? Könnte man Sie jetzt abfragen? Im Prinzip glaube ich schon. Also, aber das ist ja was man als Musiker sowieso tut. Also sich mit den großen Komponisten auseinanderzusetzen. Klar war Bonn der Ansporn, das noch tiefer zu tun, und das habe ich auch getan, aber noch mehr auch zu denken, was heißt denn Beethoven statt jenseits von Beethovens Musik? Ja? Weil also gerade mal für Orchester ist das Repertoire ja überschaubar, wenn Sie denken, wie viele Sinfonien der geschrieben hat. Haydn ist bei 106 Sinfonien gelandet, oder 109, wenn man es genau nimmt. Und Beethoven hat gerade mal 9 geschrieben. Also man kann, und abgesehen davon wird seine Musik auch ganz gut in anderen Orten der Welt gespielt. Also dazu braucht man uns hier nicht in Bonn. Also die Musik an sich braucht das nicht. Aber was wir hier brauchen, sind Gedanken, die zum Beispiel eine Verbindung schaffen zwischen Beethoven und der UNO, eine Verbindung zwischen Beethoven und der Politik vielleicht oder einem Klimawandel, also Themen, wo auch eine jüngere Generation sagt, nee, da lohnt sich der Blick in die Vergangenheit zu sagen, was waren das, was unsere Ahnen schon rumgetrieben hat und was davon nehme ich mit. Also ich glaube, es hat ganz viel zu tun mit Nachhaltigkeit, mit der Verbindung in die Vergangenheit, aber eben nicht als Museumsbetrieb, sondern lebendig. Gut, sag mal, die Generation, die jetzt heute hier ist, ich glaube, die haben sich da schon mit auseinandergesetzt. Was machen Sie mit den Jungen? Gehen Sie in die Schulen rein? Wie holen Sie die Jugendlichen an den Beethoven ran? Ja, da geht es ja primär gar nicht um Beethoven, sondern überhaupt erstmal um das weite Feld Musik und Theater. Ne? Wir haben ein pädagogisches Programm, was wir angefangen haben, was jetzt soweit ist. Also das sind so Bausteinprinzipien. Musiker gehen mit unserer Pädagogin in die Klasse. Die Klasse bekommt dort Workshops. Dann kommen sie zu uns in eine Probe. Und bei den Größeren, die kommen dann auch ins Konzert. Also es ist angelaufen, wir haben in der letzten Spielzeit für knapp 6.000 Kinder und Jugendliche solche Workshop-Angebote an Bonner Schulen umsetzen können. Und ich meine, wenn 6.000 Kinder und Jugendliche zumindest das Beethoven-Orchester dann einmal gehört haben, dann ist das ja schon mal was. Aber das heißt noch nicht, dass die automatisch ins Konzert kommen. Also dieser Erstkontakt muss ja positiv sein, der muss ja sinnlich sein. Da arbeiten wir weiter dran, das auszuweiten. Ich glaube, dass wir haben Reihen, die sich automatisch mehr durchmischen. Gerade die Beethoven-Pur-Reihe, die wir jetzt angefangen haben in der Telekom-Zentrale,
Dann mache ich etwa eine halbe Stunde so eine Art Einführung, Talk in das Stück, was ich in dem Stück finde. Mhm. Und dann spielen wir das ganze Stück. Und da waren automatisch die Generationen anders durchmischt. Also nicht nur die Fachleute waren da. Oder unser Format im Spiegel, wenn wir mit Götz Alsmann oder Peter Sloterdijk oder Katja Riemann durch die Werke gehen und dann die Werke spielen sonntags morgens, ist auch so ein Ding, wo Familien hinkommen, wo Studenten hinkommen. Aber wir sind da lange noch nicht da, wo wir sein wollen. Ich finde aber auch es legitim zu sagen, es gibt ein bestimmtes Angebot, was vielleicht eine ältere Generation eher interessiert. Also das wird doch immer so sein. Das war im Übrigen auch in Beethovens Zeit so, dass manche Dinge eine ältere Generation vielleicht eher beschäftigt oder anspricht. Und ich finde es da noch falsch zu sagen, oh Gott, wo sind die Jungen? Man muss da wahnsinnig dran arbeiten, dass vor allem in der Zeit des gekürzten Musikunterrichts und überhaupt Kulturunterrichts in den Schulen, das ist ein Riesenproblem. Und trotzdem finde ich, wir müssen auch nicht sagen, wir haben kein Publikum. Also es sind noch nie so viele Menschen in Theater und Konzert gegangen wie heutzutage. In Bonn gehen statistisch mehr Menschen in Konzert, Theater und Oper, doppelt so viel wie in Berlin. Doppelt so viel. Auf die Bevölkerung gerechnet. Das sind alles so Dinge, die werden nicht so oft wiederholt wie da wird aber ein Bad geschlossen, weil die böse Kultur denn das Geld wegnimmt. Ja? Also das ist, das muss man schon auch von verschiedenen Seiten, finde ich, sehr kämpferisch beleuchten. Wofür sind wir denn da? Und ja, für viele Generationen, aber eben auch für eine ältere Generation, und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Also, nee, überhaupt nicht. Gegenteil. Nee. Finden wir gut. Beethoven Moves. Mhm. Noch ein Thema. Wird das nächstes Jahr stattfinden? Ja, also wir glauben ja. Es ist ein Projekt, was wir angeleitet haben mit Don Bosco zusammen. Wir sind mit einer Truppe von 20 Musikern nach Kolumbien gereist, nach Medellin, in einen sozialen Brennpunkt, und haben dort eine Woche lang Beethoven gemacht, Beethovens Fünfte, mit ehemaligen Kindersoldaten und Straßenkindern. Wir haben quasi dieses Stück entdeckt mit denen. Und diese hatten die Aufgabe, das zu übersetzen in ihre Sprache über Graffiti, über Rap, über The Breakdance und solche Geschichten, was sie in diesem Beethoven gefunden haben. Das war sensationell, also wie die das übersetzt haben, ohne eine Note vollgehört zu haben. Und das wiederum haben wir ja hier auch angeleitet mit Bonner Jugendlichen. Genau die gleiche Art von Annäherung. Das Ganze sollte in ein Sommercamp gepackt werden. Bonner Jugendliche und eben diese kolumbianischen Jugendlichen erarbeiten zusammen eine große Inszenierung, die jetzt vor ein paar Wochen hätte zur Uraufführung kommen sollen. So. Nur für die nicht wissen, was Beethoven Moves ist. Ja. Genau. Und das soll hoffentlich nach dem Sommer wiederholt werden. Nur wir wissen, in Kolumbien ist es gerade in Medellin noch viel katastrophaler, was Corona angeht. Das ist ein kompletter Lockdown, die Leute dürfen gar nicht raus. Also wir wissen auch nicht, was heißt das jetzt fürs Reisen, wie teuer werden Flüge. Also, es gibt etliche Fragezeichen, aber wir wollen das. Ja. Das ist auch ein Projekt von der BTHVN jetzt? Ja, ja. Also, okay, aber es ist so, dass die Projektgelder bis zum 31.09. nächstes Jahr verbraucht sein müssen, genau. Abgerufen sein müssen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil erstens blicken wir auf geplante Spielzeiten, wo ja auch wieder Künstler engagiert sind, Solisten, Sänger und so weiter. Die kann man ja auch nicht wieder ausladen, weil dann haben wir ja, das geht ja gar nicht, Verträge. Und dann soll jetzt alles da reingequetscht werden in eine Stadt, die aber auch keinen Ort hat, um es zu tun. Kann ja nur noch in der Oper gespielt werden. Das WCCB ist ausgebucht mit Kongressen, die brauchen auch die Kohle. Also so einfach ist das alles nicht. Das heißt also, nächstes Jahr, 2021, war natürlich schon eine Planung da, also ja. auch für die Oper. Genau. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir holen jetzt nochmal den Fidelio aus der Tasche und zeigen den nächstes Jahr nochmal, weil der ist ja auch nicht so oft zur Aufführung gekommen. Nee, so einfach ist das nicht. Man kann alles Mögliche tun, nur im Moment planen wir von Monat zu Monat. Es dürfen ja, wie Sie wissen, auch im Moment gar keine Chöre auftreten. Mhm. Ja. Das heißt, große Oper geht sowieso nicht. Ein Orchester im Orchestergraben ist im Moment undenkbar. Mhm. Das heißt, die Oper hat ein Wahnsinns-Einkommensdefizit und irgendwann müssen die auch wieder spielen. Die können ja nicht einfach sagen, nee, kein Problem, ein Projekt XY ist ganz toll. Wir machen das Haus 3 Tage dicht, weil sobald die Oper wieder spielen kann, muss sie genau das tun. Genau, spielen und Geld eintragen. Ja.
Sie haben ja jetzt gesagt, Sie hatten ja auch jetzt schon Konzerte, auch in der Oper. Statt über 1000 Zuschauer dürfen Sie im Moment nur 300. Das ist natürlich extrem wenig. Da haben wir ja noch das Glück hier, dass wir zumindest 100 jetzt machen dürfen. Ja, man darf nicht nachdenken über die Logik der Verordnungen, nee, aber das muss man einfach machen. Nicht mehr. Und dann haben Sie zweimal hintereinander gespielt. War auch nicht so einfach, ne? Ja, das war selbst für die alten Hasen eine neue Erfahrung. Jetzt wir haben am Freitag die 7. mit dem ganzen Konzertprogramm zweimal hintereinander gespielt, einmal um 18 Uhr und einmal um 20.30 Uhr. Und das schon auch physisch. Ja, haben wir noch nicht gemacht. Und für Sie selber, als Dirigent, Sie sitzen ja auch vorne und machen und tun, wie halten Sie sich überhaupt fit? Ich weiß es ja, Sie fahren Fahrrad. Ja, nee, oder? Nee, das ist ja, Fahrrad. Ja. Aber sonst nicht. Also nicht, ich müsste jetzt nachdenken. Nö. Ich meine, ich arbeite ja. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Wann spielt das Beethoven-Orchester das nächste Mal, vielleicht regelmäßig, in Bad Godesberg? Also wir spielen unsere Reihe in der Redoute weiter. Das ist die Hofkapellenreihe. Das ist ein Herzensprojekt von mir, weil wir das Repertoire ausgegraben haben, was Beethoven hier selber im Orchester gespielt hat. Das Repertoire wurde damals, als der Kurfürst geflohen ist, in ein Archiv in Modena eingelagert. Da sind Komponisten dabei, die, glaube ich, die meisten hier nie gehört haben. Und die Stücke sind tatsächlich seit der Zeit, wo er selber Bratsch in diesem Orchester gespielt hat, nicht gespielt worden. Das haben wir angefangen letztes Jahr, das Repertoire mit der Uni Wien zusammen herzurichten, zu entstauben und aufzuführen. Und das ist eine Reihe, die findet regelmäßig statt in der Redoute. Wir spielen auch auf alten Instrumenten, experimentieren mit alten Spielweisen und wollen das Ganze auch in eine CD-Reihe bringen. Dann haben wir vor dem Sommer ein Open-Air-Konzert hier gespielt vor der Redoute. Die Idee wollen wir auch gerne weiterverfolgen. Also mein Traum ist es auch mit Herrn von Boris von der Redoute, dass wir da so eine Art Tanglewood mal machen. Also da passt ja ein Riesenorchester unten hin und dieser ganze Rasen könnte mit Menschen besetzt sein, die auf Picknick sitzen. Also da ist Bad Godesberg super für. Dann wollen wir gerne auch im Schauspielhaus was aufziehen, wissen wir aber im Moment auch noch nicht. Wir planen ja so von Monat zu Monat. Bad Godesberg wird bespielt und wird das auch weiter werden. Gerade diese Redoute ist natürlich als historischer Ort für uns auch sehr, 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 sehr schön. Und hier kann man auch was machen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, er wusste gar nicht so viel, was unser Verein macht, Kunst und Kultur Bad Godesberg. Ich hatte auch noch nichts gehört von unserem dreitägigen kurfürstlichen Beethovenfest, was eigentlich jetzt Ende August hätte stattfinden sollen, jetzt direkt ein Jahr verlegt ist. Und wir hatten eigentlich die Idee, das Picknick zu machen. Das haben sie uns jetzt ein bisschen weggenommen. Aber unwissentlich. Das wussten sie nicht. Der Herr von Boris wusste das. Das ist aber gemein. Und der Wolf Kuster, er ist hier, ist der Leiter des Kantatenorchesters. Wo ist er? Da ist er. Der hatte die Idee, das Ritterballett zu spielen. Mhm. Das werden wir auch tun im nächsten Jahr. Sie können ihre Picknicks machen, wir machen auch unser. Und die werden auch sogar ein Ballett haben, ein Dortmunder Ballett, die werden dazu ein schönes Stück einstudieren. Also sie sollten sich dieses Wochenende freinehmen, aber ich sage euch gar nicht. Sehr gerne. Nächste Frage. Was ist der Kniff, aus über 100 einzelnen Elementen ein homogenes Orchester zu machen? Da geht es eigentlich eher um Sinnstiften. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder sein Instrument gelernt hat und gut spielen kann. Die Musiker werden ja ausgesucht aus dem Orchester selber. Also hat ja der Dirigent in unserem System wenig zu sagen. Ich habe zwar ein Veto, aber ein Probespiel läuft so ab, da ist ein Vorhang, man spielt hinter dem Vorhang und dann wird gnadenlos ausgesiebt, den nehmen wir nicht. Mehrere Runden, das ist ein sehr aufwendiges Auswahlverfahren. So, also jetzt gehe ich mal davon aus, dass das alles passt und die gut spielen. Dann ist die Aufgabe des Dirigenten, Inhalte zu liefern. Einerseits ist ein handwerklicher Aspekt da, wo es einfach darum geht, solche Parameter wie richtig, falsch, zu früh, zu spät, laut, leise. Aber das ist sozusagen weniger wichtig, glaube ich, als
sinnstiftend zu arbeiten, zu sagen, warum spielen wir das Stück, warum spielen wir es so, was wollen wir damit sagen? Also das ist immer die Gefahr, dass man in Trotz- oder Alltagsabläufe gerät, wo man nicht mehr weiß, warum spiele ich jetzt diesen Ton? Klar, um Geld zu verdienen, ist die einfachste Antwort, aber so entsteht keine gute Musik. Und dieses Sinnstiften und an eine Mission glauben mit jedem neuen Stück, das ist das Ideal. Und das, klar, das klingt sehr hoch, aber das kann auch nicht immer gelingen. Aber ich glaube, das ist der Kniff, wie man im Idealfall schafft, dass alle an einen Strang ziehen, in einem Sog sind. Und dann ist es auch im Übrigen egal, ob man falscher Ton dabei ist. Okay. Wenn Sie jetzt ein neues Stück einstudieren, ist das erstmal so, dass Sie lange darüber diskutieren? Um diese sinnstiftend zu machen? Also, das Verhältnis Dirigent-Orchester ist per se jetzt erstmal nicht demokratisch. Das ist wieder zu einfach. Also, ich glaube, dass die Zeit der großen Diktatoren am Pult vorbei ist. Wir haben ja unheimlich viele Gremien der Mitbestimmung und so weiter. Es geht auch darum, sagen wir mal, mit den führenden Positionen, Stimmführern, sich vorher zu treffen und Fassungen zu erarbeiten und so. Das ist sehr, sehr komplex, bis man dann irgendwie auch alle zusammen hat. Aber letztendlich, ja, muss meine Auffassung so zwingend und gut sein, dass ich möglichst viele mitnehme. Ja, und da kann man in so einer Probe mit 100, in der Oper sitzt teilweise 300 Menschen, auch nicht diskutieren. Also es, das geht nicht, auch wenn man noch so offen und demokratisch ist als Mensch. Aber sind Sie denn immer so standfest, dass Sie wirklich wissen, ich weiß, wie ich es haben will, oder gibt es dann auch Zweifel? Ich muss so tun, als ob ich es weiß. Oder wenn Sie Zweifel haben, mit wem würden Sie dann reden aus dem Orchester? Oder gibt es das nicht? Doch. Also ich versuche da auch ehrlich zu sein, wenn ich mich auch vertue und sage, Leute, ich tut mir leid, ich habe mir das anders vorgestellt, wir ändern das jetzt. Mhm. Also das nimmt mir auch, glaube ich, keiner übel, zumindest nicht hier im Orchester. Wenn man da einen Umgang findet, wenn man nicht jetzt dauernd sagt, oh, ich weiß nicht so genau, und kann man da mal drüber reden, das kommt auch nicht so gut. Also, wenn es eindeutige Sachen sind, wo ich falsch liege, beiße ich mich da nicht dran kaputt. Nee. Wir haben jetzt gerade die nächste Frage, das hat man aber eigentlich schon beantwortet. Wie ziehen Sie Jugendliche mehr in Ihre Projekte mit rein? Da kann man natürlich immer wieder viel drüber reden mit den Lokalen. Ganz viel geht über Partnerschaften mit den Schulen. Also wir spielen ja auch Schulkonzerte, gehen mit dem Orchester in Schulen. Also eines der schönsten Schulkonzerte war, wo ich die Rheinische im Tannenbusch-Gymnasium haben wir gemacht. Die waren so offen und so interessiert. Das war irre. Dann müssen wir eigentlich viel intensiver noch mit der Musikschule eine Zusammenarbeit finden. Da haben wir auch quasi über die Partnerschaft mit dem Orchester was laufen, aber finde ich auch, ist noch ausbaufähig. Und natürlich geht es auch um Ereignisse, die Jugendlichen interessieren. Es ist ja leichter, Kinder zu begeistern. Das klassische Ding ist Kinderkonzerte, Familienkonzerte, was wir so machen, die sind auch gut besucht. Mhm. Peter und der Wolf war ein Beispiel. Aber dann eben auch die Zusammenarbeit mit Musikern aus der Jugendkultur, das ist eins. Beispiel Türkei habe ich genannt. Versuchen, da Grenzen zu überschreiten, zu verbinden und vor allem Nähe zu schaffen. Also Nähe durch Probenbesuche, durch Einführungsveranstaltungen. Da arbeiten wir jetzt auch weiter dran, dass man so kleine Clips anschafft, so Live-Konzertführungen für Jugendliche anbietet. Viele Zusammenarbeit mit den Lehrern sind entstanden, viel Partnerschaft. Also das ist total im Fluss und man macht nie genug. Es ist aber deshalb eine ganz wichtige Frage, über die man ganz lange auch reden kann. Was funktioniert nicht, was funktioniert für Jugendliche? Gerade diese partizipativen Dinge wie Medellin, das funktioniert mit Jugendlichen, da sind sie dran. Ich setze die auch manchmal mitten ins Orchester und wenn dann mal so ein Jugendlicher
vor dem Blechbläsersatz gesessen hat und sich weggeduckt hat, wenn die da losspielen, dann haben die auch eine andere Physis und einen anderen Zugang mit so einem gewaltigen Orchesterapparat, als wenn sie in der 10. Reihe sitzen und kriegen was erzählt, du musst aber jetzt die 5. von Beethoven hören, weil das ist wichtig für dich. Und ich wissen, warum. Was ja, also versuchen, genau, ja, versuchen, die irgendwo auf Augenhöhe abzuholen und immer wieder neu mit Fantasie Sachen auszuprobieren. Aber man muss auch setzen auf die anderen Generationen. Das ist ja nicht nur unser Job. Also es ist der Job der Eltern, der Großeltern. Es sind ja auch nicht nur die Kinder und Jugendliche. Es sind ja auch zum Beispiel die Generationen der 30- bis 50-Jährigen, die wir auch zum Teil anders ansprechen müssen, durch andere Formate, glaube ich. Feierabendkonzerte, nur eine Stunde und anschließend schön essen gehen. Ja, warum muss ein Konzert immer 2 Stunden dauern? Wir versuchen, an die Studenten ranzukommen mit Clubbing-Angeboten. Kommt in eine Beethoven-Sinfonie, hört euch die eine halbe Stunde an, hinterher gibt es Disco in der Oper. Ja, es funktioniert, es geht, aber es ist ein wirklich langer Weg und man muss die gewohnten Pfade verlassen. Korea zum Beispiel, Sie haben angesprochen, da war ich, da ist das Durchschnittsalter für eine Abo-Reihe des Orchesters von Seoul, wo ich als Gastdirigent war, das Durchschnittsalter ist 33. Also da ist so ein Hype für Orchestermusik da. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das haben wir nicht. Ne? Das haben wir nicht geschafft. Weil das ist ja auch unser Job. Ja? Das haben wir nicht geschafft bis jetzt. Aber generell in Deutschland nicht. Klar. Nicht hier. Ich würde auch sagen Europa, ja. Also würde ich jetzt gar nicht. Deutschland ist ja das Land der Seligen. In Italien wird ein Opernhaus nach dem nächsten geschlossen. In Italien. Ja. Nicht schön. Wenn Sie denn mal zu Hause sind und Klassik jetzt nicht mehr hören können, welche andere Musik hören Sie? Zum Beispiel Heavy Metal oder deutsche Schlager? Also ich höre automatisch ganz viel Musik, weil die Kinder jetzt in einem Alter sind, wo was öfter mal was klingt, was ich nicht kenne. aber jetzt mal ganz ehrlich, finde ich auch ganz, bei uns ist unheimlich viel Stille im Haus, weil alle machen auch sehr viel Musik und also bei uns ist nicht so ein Dauerbedudel, weil wir so viel damit zu tun haben. Das heißt, da gibt es unheimlich viel Stille, wir haben nicht das Bedürfnis, dass da immer was läuft und ich höre aber gern Musik durch die Genres. Ich habe lange Jazz gemacht, ich bin begeisterter Jazz-Fan. Ich mag auch gute Barden, sage ich mal, wie Herbert von Grönemeyer oder so. Und ich versuche auch tatsächlich reinzuhören in Musik, wo ich jetzt erstmal einfach gar nichts mit anfangen kann, wie Techno ist sowas gewesen, wo ich denke, was ist das? Warum tut man sich das an? Also ich finde es auch schwierig, wenn Musik gewalttätig wird oder so Gewalt aufruft, das tut Beethoven auch manchmal, ja, muss man ehrlich bleiben. Aber da brauche ich oft lange, um zu verstehen. Also versuche ich irgendwie mitzuhalten, bin da aber weit entfernt von, klar, man ist dann doch irgendwo... Wann waren Sie denn das letzte Mal in einem Konzert außerhalb der Klassiker? Rock- und Pop-Konzert? Ich war beim Jazzfest neulich. Tolles Gesangsquartett hat da gesungen mit eigenen Texten, Liedern. Ich wäre auch zu Robbie Williams gegangen, ich hatte schon eine Karte. Wollte ich unbedingt. Ich gehe gerne zu meinen Freunden, Alain Brinks. Klar, das ist total schön, die machen ehrliche Musik, ich finde das toll. Also, und oft. Clubs, Jazzclub gehe ich wahnsinnig gerne. Aber seit ich in Bonn bin, ich habe wirklich fast jeden Abend gearbeitet in den 3 Jahren. Ja, glaube ich Ihnen. Ja. Was mit Lady Gaga? Habe ich gelesen. Das wäre so ein Wunsch. Nee, das war kein Wunsch. Das war die Idee von Tim Höttges, der gesagt hat, Lady Gaga soll kommen und das ist eine tolle Sängerin. Ja. Ist eine Musik, die ich jetzt nicht jeden Tag mir anstellen würde, aber die trifft ja irgendwie einen Nerv. Und, und das interessiert mich dann wieder. Was ist denn das für ein Nerv? Was ist dahinter? Und was war das für eine Idee, Lady Gaga kommt und sie spielt mit dem Beethoven-Orchester? Ach, so weit war das gar nicht. Das war so ein Wunsch, dass Lady Gaga mal kommt. Und dann habe ich gesagt, da sind wir dabei. Und das sind so Anfangsspinnereien gewesen. Und davon gibt es Tausende.
und davon entstehen dann vielleicht drei. Da sind wir dann dabei. Also, WCCB als Aufführungs- oder Probenort hatten wir gerade schon, ne? So ein bisschen. WCCB ist immer gut ausgelastet und ausgebucht. Kommen Sie kaum rein. Also, als Probenort ist es einfach viel zu teuer. Ja, da würden wir für eine Probe so viel zahlen wie 3 Jahresgehälter von einem Musiker. Das ist unfassbar. Die kommen Ihnen nicht entgegen? Das können die ja nicht machen, weil die müssen ja auch ihr Ding machen. Und als Konzertort, ja, okay. Vorsichtig sein, aber es ist einfach weder atmosphärisch noch von der Akustik her hat mich das bisher überzeugt, was da war. Und Sie müssen auch, das ist, also die Konzerte, wir haben ja da nur im Beethoven Fest gespielt. Sie sind da auf der Bühne und der Saal ist voll und die Leute klatschen und sie kriegen einen Schock, weil sie denken, da klatscht überhaupt niemand. Ja? Da klatscht keiner, oh Gott, was haben wir falsch gemacht? Und man geht so hängenden Hauptes raus und die Leute kommen dann hinterher und sagen, boah, was ein toller Applaus im Saal. Also sie haben überhaupt keine Verbindung zwischen Publikum und Bühne. Und da habe ich mir auch Konzerte angehört von anderen Orchestern, von tollen Orchestern. Und die Seele auf dem Saal gespielt und man sitzt da so und denkt, spielen sie schon oder üben sie noch? Und ja, also nee, das ist ein Riesenproblem in Bonn mit den Orten und ich glaube, WCCB ist ein guter Kongressort. Nächste Frage. Da kommen wir nochmal auf die Ausbildung des Dirigenten zurück. Wie hat sich der Beruf durch die Digitalisierung von den neuen Medien verändert? Teilweise gar nicht, weil in dem Moment, wo wir uns mit einem Repertoire auseinandersetzen, was vor dem Zeitalter der Digitalisierung entstanden ist, ist die Arbeit des Klangzusammenführens und mit Musikern etwas erarbeiten die gleiche wie vor 150 Jahren. Mhm. Und teilweise dann aber doch, weil wir heute ja im Bereich der Vermittlung ganz andere Wege gehen müssen. Also es wäre undenkbar gewesen vor noch 40 Jahren oder 50 Jahren, dass ein Dirigent selber in Schulen geht oder dass ein Dirigent mit einer Band auftritt oder dass ein Dirigent hier so sitzt. Ja? Und das ist ja aber auch, nein, aber es ist der Teil des Berufsbilds, was sich geändert hat, dass wir als Musikvermittler anders unterwegs sind heutzutage und dazu auch ja, versuchen sollen, diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Aber die Gratwanderung besteht eben darin, auch die bewusste Gegenwelt des Unplugged-Spielens, ja, also das Luft direkt in Vibrieren bringens, des Live-Musikmachens, dass wir da auch weiter zu stehen und sagen, es ist eben nicht digital, ja, sondern es ist was anderes. Es braucht eine Nähe. Deshalb hat uns ja Corona auch so getroffen, weil das eben nicht herstellbar ist, diese Nähe. Es braucht eine Nähe zwischen denen, die es tun, und eine Nähe zwischen denen, die es tun und empfangenden Publikum. Es gibt auch ein Lob. Danke für das weit gefächerte Engagement des Beethoven-Orchesters und seiner Mitglieder für Bonn, zum Beispiel bei den Aktionen und den Besuchen in den vielen Schulen. Die Wirkungen auf die Kids sind enorm positiv und immer wieder erstaunlich. Das ist doch schön. Ja. Zur letzten Frage, zur letzten Zuschauerfrage. Welche zeitgenössischen Komponisten würden Sie aufführen wollen? Und inwieweit, glauben Sie, ist dort eine Akzeptanz vorhanden im Bonner Publikum? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, die zeitgenössische Musik. Gerade wenn man sagt, wir sind Beethoven-Stadt und Beethoven hat was mit Zukunft zu tun, dann macht man sowieso immer zu wenig Neues. Wir haben eine Reihe gestartet, neue Musik im Basecamp. Ich weiß nicht, das kennen die meisten. Ja, das ist so eine Halle, wo ganz viele Wohnwagen drin stehen, da kann man drin übernachten. Und haben gemerkt, dass das Ziel war, moderne Musik rauszuholen aus diesem totalen Kokon, das ist was für Spezialisten, also moderne klassische Musik jetzt. Ja. Und das Problem ist ja, wenn ich in einem ganz normalen Konzertprogramm ein Stück moderne Musik auf den Spielplan setze, wenn man ehrlich ist, warten die Leute, bis es vorbei ist und es wieder schön wird. Ja? Und das kann es ja nicht sein. Also das tut auch den zeitgenössischen Komponisten absolut unrecht. Das heißt, wir müssen
nach einer Form suchen, wo diese Musik lebbar wird. Und daran sind aber auch die Komponisten zum Teil schuld, weil man hat nach dem Krieg gesagt, wir brauchen einen kompletten Neuanfang, wir müssen uns absondern. Alles, was vorher war, war schlecht. Es ist ja völlig klar, wo das herkam. Deshalb gab es die Darmstädter Schule und so weiter, die dann nur wirklich la pour la und für die Spezialisten sehr abgeschottet. Und es ist aber jetzt eine junge Generation nachgekommen, die auch wieder, ich sag mal so salopp, fürs Publikum schreibt. Denn das war ja allein schon verpönt, ja, so zu schreiben, dass es ein breites Publikum ansprechen könnte. Egal, ob das jetzt ein Wittmann ist oder auch die Komponisten, die wir im Basecamp aufführen. Wir machen das zusammen mit einem tatsächlich lebenden Komponisten, Miroslav Srnka, der uns ein bisschen kuratiert. Da haben wir jedes Mal neue Stücke, neue Komponisten. Und dieses Basecamp-Ding, das ist komplett ausverkauft, Monate vorher. Das heißt, wir können das ausweiten in Zukunft, wenn wir und können quasi diese Akzeptanz schaffen. Und der nächste Schritt müsste es dann sein, die Programme auf noch intelligentere Art und Weise zu durchweben, dass man eben dann auch mal einen Bach spielt und eben doch auch was Modernes und das Publikum gar nicht mehr hört, ist das jetzt alte Musik, ist das neue Musik? Boah, das ist nur Musik, die mir was sagt. Und das ist ein Thema, was mich sehr interessiert und was ich unheimlich gerne weiter spinnen möchte. Da gibt es ganz, ganz viele Komponisten, die ich aufführen möchte. Problem dabei ist immer noch, dass der Zugang nicht so einfach ist. Der direkte Zugang heutzutage. Und den müssen wir schaffen durchs Ambiente, durch die Art der Ansprache des Publikums. Also, Sie haben so viel vorher verstanden. Habt ihr Tag 48 Stunden? Nö, aber ich mache das ja nicht alleine alles. Also ich habe ein super Team, ein tolles Orchester, ein tolles Publikum. Also und ich bin eben, wie gesagt, ganz ehrlich, noch lange nicht da, wo ich finde, dass es hier in Bonn hingehört. Auch solche Fragen immer wieder nach den Streitereien, nach den Konflikten, das ist innerhalb der Kulturszene ist ja quasi noch das Harmloseste. Aber was meinen Sie, was losgeht, wenn es jetzt wieder darum geht, um dieses Oper-Thema, was da wieder losgeht in Bonn? Ja, braucht Bonn eine Oper, ja oder nein? Und welche Argumente dann da gegeneinander ausgespielt werden? Das schaffe ich nicht alleine, das ist ganz klar. Das ist nervig, ne? Weiß ich nicht, ich habe ja gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich finde auch, wir haben einiges erreicht und sind auch, wie ja auch Sie beschrieben haben, hat sich vieles verbessert. Es gibt eine Öffnung da, es gibt einen guten Geist, es gibt Menschen, die es interessiert. Aber mich dreut ein bisschen davor, dass das wieder scharf gemacht wird und dass dann im schlimmsten Fall, sagen wir mal, die Künstler aus der Stadt getrieben werden, weil auch mit dem Argument, ja, dann fahrt doch nach Köln oder so. Das ist irgendein Virus, der hier mal reingepflanzt wurde, der, sagen wir mal, noch nicht ganz verheilt ist. Der hängt am Festen, den müssen wir noch rauskriegen. So, das waren jetzt erstmal die Publikumsfragen. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung. Fand ich spannende Fragen dabei. Wir kommen jetzt auch schon fast zum Ende heute. Ich habe noch ein paar Fragen und ich bitte Sie einfach, den Satz, den ich Ihnen sage, zu beenden. Oh je. Ist nicht so schlimm. Viele Sachen haben Sie schon von vornherein schon beantwortet gehabt. Die Eröffnung der neuen Beethovenhalle werde ich mit dem Orchester gemeinsam eröffnen. Im Jahr. <lacht> 2040. Ah, so lange verlängern Sie also noch Ihren Vertrag. Das war super. Sehr schön. Wenn ich mir ein Orchester zum Dirigieren aussuchen dürfte, dann wäre dies? Das Beethoven-Orchester Bonn. Okay. Wenn die Met mich fragen sollte, ob ich in New York einen Vertrag unterschreiben möchte, dann sage ich? Ja, kommt mal rüber und lass uns drüber reden. Bis 2027 habe ich leider keine Zeit. Wenn ich mir einen Superstar für ein Konzert aussuchen würde, dann wäre das? Ah, ich habe wie in jedem Konzert einen Superstar. Am Freitag hatte ich einen Superstar da, das war der Colin Pütz, der war 13 Jahre alt und hat ein Klavierkonzert mit uns gespielt. Und das war in dem Moment mein Superstar. Und im Oktober haben wir eine ganz junge Geigerin, die noch kein Mensch je gehört hat. Das wird mein Superstar sein. Und ich möchte genau das, dass auch das Publikum das so erfährt, dass man versucht, auch eine Beziehung aufzubauen zu Sängern, die im Ensemble singen, zu jungen Musikern, mit denen man auch, die man auch wachsen sieht. Dass man die begleitet. Dass man die begleitet. Und ich glaube tatsächlich, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, welche Superstars,
merke das ja immer, wenn ich mit Sponsoren rede, die sagen, ah, wir geben Geld für einen Klassik-Superstar. Und dann nenne ich zum Beispiel einen Namen wie Fazil Say. Und dann wird mir gesagt, wer ist das? Ja? Aber jetzt nennen Sie mir 10 Superstars von der Klassik, wo egal wen Sie auf der Straße fragen, die Leute sagen, boah, da komme ich hin. Die gibt's nicht. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit der Superstars in unserem Bereich ist vorbei. Und ich finde das schön, weil das geht in die Breite. Und wir können unser Ensemble aufbauen, wir können junge Leute aufbauen. Und klar gibt es Leute wie Grubinger oder so, die wir... Ich sollte mit einem Satz, mit einem Wort antworten, ne? Die einfach so groß sind, dass wir die hier haben wollen. Oder die großen Pianisten, die wir einladen. Aber das sind dann immer Superstars, wo ich sage, die passen in unsere Linie gerade rein und die sagen uns was. Und ja, ganz viele Superstars, nicht nur ein. Super. Ich plane, mit meiner Familie in Bonn zu bleiben, weil? Weil die Familie hier tatsächlich sehr glücklich ist. Also ich plane gar nicht, hier zu bleiben. Das kann ich so nicht sagen. Also das ist jetzt eine Periode und... Die möchte ich, wie gesagt, aus vollem Herzen auch ausfüllen und bearbeiten. Aber es ist wirklich eine tolle Stadt. Ich finde es unterschätzt von vielen. Es ist eine Stadt, die zum Nachdenken anregt. Dieses Bonner Understatement ist total super. Ich liebe diese Bonner Republik auch als Periode in der deutschen Geschichte. Das ist so viel, was mich richtig begeistert hier. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, 2016. Ja. Also von daher können Sie noch ein paar Mal den Vertrag verlängern. Das Kurfürstliche Beethovenfest in Bad Godesberg 2021 unterstütze ich mit und weil. Ich unterstütze es mit allem, was gefragt ist und was ich tun kann, weil jedes Fest für Musik und Beethoven und jede Initiative ist Gold wert. Vielen Dank. Wir haben noch was. Bevor Sie klatschen, müssen wir ihn verabschieden. Wir haben nämlich in den Zeiten, als dann die Corona ausgebrochen ist, wollten wir eigentlich historische Kleider nähen. Das hat nicht so richtig geklappt. Dann haben wir angefangen, aus den Stoffen, die wir hatten, haben wir Masken genäht. Also wir haben ein Nähstübchen mit ganz, ganz, ganz vielen fleißigen Näherinnen. Vielen, vielen Dank. Wir haben einige hier heute. Ihr habt das super gemacht. Wir haben mittlerweile irgendwas aufgehört. Es sind 2500 Masken, die wir verkauft haben, also nicht verkauft haben. Wir haben sie gegen Spenden vertrieben. Wir haben auch Vertriebspartner gehabt. Das war super schön. So, jetzt haben wir ein Dankeschön für Sie und das komplette Orchester. Wir haben nämlich Beethoven-Masken mit dem Beethoven drauf. Für alle Ihre Ensemblemitglieder, für das ganze Team. Ich habe Ihren Pressesprecher angerufen. Es sind ausreichend da. Die ganze Tasche ist voll. Und wenn Sie es schaffen sollten, dass alle diese Maske aufhaben und Sie ein gesamtes Gruppenfoto machen können, das fände ich cool. Das machen wir. Das machen wir. Das ist ja toll. Eine super Idee. Vielen, 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 vielen Dank. Super. In 4 Wochen gibt es das hoffentlich das nächste Kulissengespräch. Wir haben jemanden angefragt, wir haben noch keine Bestätigung, deswegen sage ich es Ihnen noch nicht. Aber in 4 Wochen Sonntag sollte es ja soweit sein. Es sei denn, Corona macht es noch wieder einen Strich durch die Rechnung. Aber was wir jetzt auf dem Laufenden sind, dann werden ständig neue Hygienekonzepte. Vielen Dank dafür, dass wir heute wieder da sein durften. Und ansonsten sehen wir uns demnächst und dann natürlich. Ach so, ja.